Ich darf die beiden Referenten jetzt noch mal nach vorne bitten für eine kleine Runde der Rekapitulation und Diskussion, soweit es uns die Zeit eben erlaubt. Herr Anders, Herr Deutinger, vielleicht kurz anschließend an diesen letzten Punkt, die Frage des Hammerwerfers, was ich ganz interessant finde, wenn Sie sagen, es kann ja nicht jeder Hammerwerfer sein. Wen repräsentiert der Hammerwerfer? Wer ist sozusagen der Hammerwerfer, der für andere den Hammer wirft? Also es ist ja so, dass nicht jeder selbst den Hammer wirft, sondern dass es irgendeine Form von Organisation geben muss, die dafür sorgt, dass der Beste für eine Gruppe möglicherweise den Hammer wirft. Ja. Wie findet man den? Ja. Es ist ja auch zum Beispiel die IBA hier, wirft ja den Hammer. Hallo? Ja. Also die IBA hier wirft ja den Hammer auch für den Raum. Also es wird auch, die Menschen, die hier wohnen, die betrifft ja, worüber wir hier reden. Also Hammerwerfer kann im Prinzip jeder sein, der was mit dem Raum will. Man muss auch keine Fläche besitzen. Das ist so ein bisschen die Frage auch, woher nimmt er die Legitimation? Ja? Also ja. Was für ein Prozess steht dahinter, der dafür sorgt, dass diese Strategie tatsächlich greift und wem sie dann nutzt? Ja. Ein Straßenkünstler, der mit der Gitarre am Straßeneck sitzt, erzeugt der Raum. Der nimmt sie den Raum um sich und wenn sie zwei, drei zusammentun, dann wird das stärker. Also es kommt darauf an, was man will. Meistens entsteht es aus einem wirtschaftlichen Interesse am Raum. Also Straßenkünstler neben seinem künstlerischen Interesse hat auch ein wirtschaftliches Interesse an dem Raum. Ich finde diese Frage des Interesses eine ganz wesentliche, die würde ich auch gerne an Herrn Anders stellen. Sie haben von symbolisch leeren Räumen gesprochen. Gibt es jemanden, der ein Interesse an diesen leeren, symbolisch leeren Räumen hat oder nützt er jemandem? Also, um mich mal direkt in Beziehung zu setzen dazu, wo wir, glaube ich, sehr nah beieinander sind, ist dieser Aneignungsbegriff. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir sehr viel genauer auf unsere Aneignungsverhältnisse des Raums schauen müssen und dass wir sie auch beschreiben müssen. Und es gibt quasi eigentlich in dem ganzen Landschaftsdiskurs sozusagen die Illusion, man könne sich Räume nicht aneignen. Also ein Maler stellt sich hin und sagt, ich male ja nur, ich mache ja nichts. Das ist schon allein, wenn ich das Bild male, ist es bereits eine Aneignung. Also um in dem Bild zu bleiben, auch ein Hammerwurf. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und was das Innen und Außen anbelangt, da sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Das wollte ich gerade sagen. Das ist immer nur sozusagen in Bezug auf ein bestimmtes System, kann ich so eine Aussage treffen. Und ein System kann von seinem Außen eigentlich nichts wissen. Sondern es befindet sich ja schon immer in einem Aneignungsmodus und deswegen kann es nur seine eigenen Kommunikation beschreiben und hat dann sozusagen immer nur dieses Innen. Das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus. Das klingt jetzt alles sehr akademisch, aber worauf ich. Ob man das Außen benennen muss, um zu sagen, was das Innen ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir quasi dann dennoch den Fehler machen, die Provinzen als Außen zu betrachten, dann sind wir nicht mehr in der Lage, die Aneignungen zu reflektieren und kritisch zu begleiten, die unterdessen stattfinden. Und das ist das, was eigentlich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark passiert. Also gerade bei den Eigentumskonzentrationen Grund und Boden, bei den Veränderungen, die in diesen Räumen stattfinden, dann werden diese Aneignungen eigentlich nicht mehr sichtbar. Das ist eigentlich quasi die Gefahr, auf die ich damit hinaus wollte. Und nochmal die Frage, gibt es Interessen? Also ich meine, der symbolisch leere Raum wird jetzt beschrieben als ein Manko, aber möglicherweise ist es für bestimmte Interessen, bestimmte Lobbys eben kein Manko und deswegen auch. Ja genau, darauf wollte ich ja hinaus. Also ja. Es gibt natürlich ein Interesse an Grund und Boden und das ist sehr stark und das macht sich auch geltend. Also gucken sich die Eigentumsveränderungen an, die wir in unseren Landschaften haben. Also das sind natürlich Interessen. Ja. Das heißt, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das formuliert, weil man sagt, in dem Moment, in dem man diese Aneignungsstrategien und diese Kommunikationsstrategien verfängt, muss man auch mit Gegenwind rechnen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist auch so eine ganz
ganz wichtige Aufgabe einer IWA, diese möglicherweise Konflikte sichtbar zu machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese symbolisch leeren Räume deswegen problematisch, weil man die Konflikte nicht sieht. Ja, wir können sie nicht lesen. Genau. Ich wollte nochmal zurück, die Beispiele, die Sie gezeigt haben, Herr Deutinger, waren alle, die auf das Jetzt bezogen waren, waren alle städtisch, waren alle innerstädtisch. Gibt es sowas, wie kann man sich sowas in Stadtland oder im Land vorstellen? Es ist so, es sind sehr oft, die Beispiele, die ich auch gezeigt habe, sehr oft kommerzielle Beispiele. Ich habe versucht, auch kulturelle Beispiele zu bringen. Ich wohne ja in einem Dorf und pendle immer wieder in eine Stadt. Also ich habe zwei Büros in einem Dorf in Österreich und eines in Amsterdam, was mir sehr gut zeigt, dass eigentlich die Unterschiede sehr gering sind. Aber beide Räume haben in beiden Orten gibt es große Rauminteressen. Am Land gibt es zum Beispiel Mountainbiken, Mountain Kart, Canyoning, Rafting. Also die ganze Form von Tourismus und Sportarten. Genau, also, ja. Aber das könnte jetzt so aufzählen, das sind alles sehr, wo jeder, die Rauminteressen sind eigentlich kommerzielle Interessen. Es gibt dann noch die sportlichen Interessen, wo man joggen geht, aus nicht kommerziell, man geht Radfahren und so weiter. Also das Land kann natürlich punkten mit Landschaft. Und diese Landschaftsinteressen sind groß. Auch die Faszination natürlich der immer größer werdenden Städtermassen mit dem Land. Zum Beispiel die Zeitschrift Landlust, die habe ich auch analysiert für den Vortrag, die ist hat eine größere Auflage wie der Stern. 800.000, glaube ich. 800.000, ja. Genau, innerhalb von zwei, drei Jahren. Also das Landinteresse ist da. Nur ist es sehr oft, ja, ist ein Landbild, das man mit sich trägt, das sehr verklärt ist und rückwärts orientiert. Also das vorwärts orientierte Landinteresse ist gering. Aber das Interesse ist groß, glaube ich. Nur denke ich auch selbst immer wieder daran, wie man ein Landinteresse erzeugen kann, das mehr ist als Tourismus und mehr als dieses Zeigen und fast wie das Bild gezeigt hat, dieses Wandern durch Kornfelder und dieses, in Salzburg, da schneiden wir Bäume um weil er uns die Sicht verstellt. Und in Amsterdam muss man drei Jahre warten, ob man eine Schneideberechtigung für einen Baum bekommt, der vielleicht zu groß ist. Also es gibt große, große Unterschiede zwischen dem Denken in der Stadt und am Land über Landschaft. Ich hatte versprochen, dass Sie die Gelegenheit haben, auch Fragen an die Referenten zu stellen. Wenn Sie eine haben, geben Sie einfach ein Handzeichen. Die Personen kommen mit dem Mikrofon zu Ihnen, aber ich denke, wichtig ist, dass es soweit ist, nochmal auf diesen Begriff der Landschaft zurückzukommen, der ein sehr starker, ein sehr emotionaler ist, ein sehr, sehr extrem mit Bildern und Vorstellungen verbunden ist. Ich frage mich immer, ist er tatsächlich geeignet, um wirklich diese andere Sichtweise mit einzubringen, weil er eben so extrem überfrachtet ist mit diesen Idyllenvorstellungen, mit diesen Vorstellungen von vermeintlich heiler Welt, die es nicht einlöst. Aber ist das wirklich der Fall beim Landschaftsbegriff? Also die Landlust, führt uns eine bestimmte Vorstellung von Dörflichkeit vor, von Ländlichkeit vielleicht auch, aber nicht unbedingt von Landschaft. Also ich kann das eigentlich gar nicht feststellen, muss ich sagen, dass der Landschaftsbegriff irgendwie so problematisch ist, sondern ich meine, er enthält eben nach wie vor, und das ist ja immer ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie diskursiv bestimmte Begriffe funktionieren. Und da würde ich sagen, sind diese Implikationen beim Landschaftsbegriff eben eigentlich gar nicht so stark ausgeprägt. Man kann sehr gut bei Landschaft diese Aufforderung zur Beschreibung immer mitdenken. Also Landschaftsbeschreibungen sind nicht nur ein literarisches Genre, sondern viele Menschen sind auch dazu in der Lage. Und
Und was wir eben im Demografiediskurs erleben, ist eigentlich, dass ein Fehler gemacht wird, wenn wir von sterbenden Landschaften, so sich entleerenden Landschaften und so weiter reden. Landschaftsfraß ist auch dann, ja, denn was häufig passiert ist, dass man quasi sagt, in dem Dorf oder in der Kleinstadt sind weniger Menschen, dann übertrage ich diesen Bevölkerungsschwund, übertrage ich auf den ganzen Raum und nehme eigentlich nicht mehr wahr, dass tatsächlich wir es mit einem räumlichen Beschleunigungsprogramm zu tun haben. Ja? Also da sind zwar dann weniger Menschen, aber dass es deswegen eine Entleerung ist, in dem Sinne, dass wir schwächere Aneignungen haben, das ist eine Illusion, sondern eigentlich intensiviert sich ja die Landnutzung, egal sozusagen nach welchen Betriebszielen. Also das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde sagen, die Erreichung maximaler Betriebsziele auf möglichst großen Flächen, die ist eigentlich genau quasi dieses segregative Prinzip, das wir im Moment bei fast allen Systemen haben. Also der Naturschutz versucht eben auch, möglichst viel Hektar zu bekommen, um dort ungestört Prozessschutz machen zu können. Genauso wie es natürlich für die Landwirtschaft praktisch ist, wenn sie keine Leute mehr auf dem Land hat, weil die Menschen auf dem Land sind eigentlich am Ende immer Bremswirkungen gegen diese Beschleunigungen der Nutzung. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage oder direkten Kommentar dazu. Ja, ich finde es sehr lustig, dass stimmt, beim Naturschutz, also eine hohe Biodiversität ist fast, man muss, auch wenn die Natur nicht mal will, muss noch eine höhere Biodiversität rein. Finde ich lustig, dass das ein Maßstab ist. Ja. Die Frage ist zum Abschluss vielleicht noch, Sie haben von dem ländlichen Raum eine Definition, oder nicht eine Definition, aber eine Beschreibung anhand von Kategorien gegeben. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man auch, es gibt auch Exklusion, es gibt auch soziale Problematiken, es gibt auch diese, also auch auf dem Dorf. Wie geht man damit um? Also es gibt das Programm Soziale Stadt, aber es gibt kein Programm Soziales Dorf. Also da sage ich sehr gerne nochmal was dazu, weil mir neulich schon meine Soziologin, nämlich Claudia Neu, vorgeworfen hat, ich würde sozusagen eine Retroromantik postulieren, wenn ich sowas sage, dass Arm und Reich miteinander Dorfgemeinschaften bilden. Da muss ich vielleicht nochmal etwas deutlicher sagen. Was wir in allen Dörfern, die ich als Dörfer bezeichnen würde, erleben, ist, dass es unterprivilegierte Menschen gibt, die trotzdem irgendwie dazugehören. Und wenn Menschen quasi mit diesen Leuten aufwachsen, also das sind, wie immer man sie nennt, ja, sozusagen, also das sind die Dorfassis, die Dorftrottel, wie immer sie bezeichnet werden. Es ist aber klar, dass sie dazugehören. Sie haben ein gewisses Recht auf die Teilhabe an diesem Dorf. Und das ist nicht unbedingt ein romantisches Programm. Das kann so und so ausgehen. Und wer eben Welk kennt, die Heiden von Kummerow, da ist quasi genau der Umgang mit dem Dorfärmsten, mit dem Krischan, fast zu einem tragischen Konflikt entwickelt worden. Ja, also das ist großartig, wie der das beschreibt. Es geht nicht darum, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen in diesen Dörfern ist, sondern darum, dass Menschen miteinander die Erfahrung von solcher Art Unterschiedlichkeit machen müssen, im Gegensatz zu Räumen, in denen Menschen segregiert leben und nach Einkommensschichten geordnet in ihren Stadtquartieren einander aus dem Weg gehen können. Das ist der Unterschied. Also, dass das in irgendeiner Weise romantisch ist, das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Nein, ich wollte einfach nur noch mal nachfragen, wie man einen Umgang damit finden kann. Und die Frage ist aber quasi, kann sich sowas neu wiederherstellen und stellt sich sowas neu wieder her? Denn wenn Menschen quasi nicht mehr miteinander in Arbeitsprozessen involviert sind, dann ist es schon am Ende auch eine Frage des Geschicks quasi der Selbstorganisation, ob sie selber immer wieder versuchen, so eine Reintegration zu entwickeln, ob sie das können und ob sie dazu bereit sind oder ob sie am Ende auch zu Wohngebieten werden, was wir ja in sehr vielen suburbanen Dörfern auch genau erleben. Was tatsächlich das schon der Fall ist. Ja, zur dörflichen Lebens- oder Gemeinschaft muss ich schon auch sagen, es stimmt, also Außenseiter sind in einem gewissen Maße integriert. Andererseits sind zum Beispiel Menschen, Homosexuelle, es ist schwierig, dass sie die äußern in einem Dorf. Also ich rede jetzt von meinem Dorf. Also sie werden, jeder weiß es, aber sie dürfen es nur nicht sagen, dass sie homosexuell sind. Also es gibt Tabus. Es gibt Tabus. Ja. Weil die ganze Familie da damit haftet. Es geht nicht um die Person. Es fällt auf die ganze Familie zurück. Die ganze Familie würde ein Stigma bekommen. Es gibt Alkoholiker, denen nicht geholfen wird. Also jeder weiß, das ist ein Alkoholiker, aber es gibt am Dorf einfach keine Strukturen, wie in der Stadt, dass dem echt professionell geholfen würde. Also jeder schaut zu, wie der eigentlich, ich kenne einen konkreten Fall, wir wissen genau, in ein, zwei Jahren ist er halt tot. Das ist 44 oder 45.
ja, so ist es halt. Also das ist auch das Dorf. Es ist nicht so, andererseits muss ich zugeben, stimmt, also eben, wenn man nicht wirklich gefährdet ist, sagen wir mal lebensgefährdet oder so, wird man im Dorf sehr gut integriert und als Außenseiter. Also es ist nicht, es gibt eine Dorfgemeinschaft, es ist nur eine härtere Gemeinschaft, es ist eine intimere Gemeinschaft, eine härtere Gemeinschaft. Ja. Beides gleichzeitig wahrscheinlich. Ja, genau. Ich muss ein bisschen für die Landschaft genau. Wollte ich nur noch sagen, was noch ganz kurz interessantes sagen, Thema wäre, ist eben die Bindung der Stadtbewohner, dass man Verantwortungsgefühl oder Verantwortung überträgt, dass die Stadt Verantwortung hat für das Land auch. Dass das da ein Link entsteht zwischen Land und Stadt. Wie, keine Ahnung, also wir arbeiten an einem Projekt, wo wir eigentlich Büro oder den Büroarbeitsplatz in ähnlicher Weise zur Verfügung stellen wollen wie Übernachtung. Das Tourismus wird ja immer gesehen als mein zweites Zuhause für eine Woche in den Bergen, einmal im Jahr. Aber warum kann ich nicht einen zweiten Büroplatz haben, einmal im Jahr? Also kann ich in die Berge fahren, um zu arbeiten. Das wäre eine andere Bindung, also temporäres Arbeiten in der Landschaft. Oder das so. Wäre schon fast eine perfekte Überleitung zu dem nächsten ja. Block. Ja. Nochmal ganz kurz zum Thema Homosexuelle und Alkoholiker. Ja, führt vielleicht zu weit. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass da möglicherweise zwischen Ostbrandenburg und Österreich, Süddeutschland oder sowas nochmal sehr große Unterschiede sind, was überhaupt die Wahrnehmung von diesen Dingen anbetrifft. Aber um nochmal den Bogen zu schließen zum Thema Stadtland, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass meines Erachtens das ein ganz zentraler Punkt ist, dass die Kommunikation, die Selbstbeschreibung tatsächlich über diese örtliche, diese lokalen Maßstäbe hinausgehen. Und das geht in so eine handlungsräumlichen Fragen auch hinein, sozusagen eine Region ist zweifaches Kommunikationsprodukt. Erstens, indem ich überhaupt sage, das ist die Region, sie reicht bis hierher und dort endet sie auch. Das ist eine kollektive, sozusagen handlungsräumliche Entscheidung. Und das zweite Mal ist sie nochmal ein Kommunikationsprodukt dahingehend, dass ich sie dann auch beschreibe mit bestimmten Eigenschaften, die selber kollektiv zur Hand sind. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Klammer, die bei Stadtland gesetzt wird und wo ich eigentlich auch ermuntern möchte, dass der IBA sozusagen in diesem Kategoriengefüge eben auch weiterzuführen. Wunderbares Schlusswort der Diskussion. Als Moderator und Diskussionsleiter bin ich jetzt quasi in der doppelten Funktion, einmal die Diskussion zu führen und einmal sie wieder abzubrechen, so schön sie auch weitergeführt werden müsse. Wir machen 10 Minuten Pause, treffen uns dann.